Ich freue mich, dass wir heute hier im Deutschen Bundestag einen Startschuss für ein Netzwerk gegen Kinderarmut geben konnten. Ich freue mich über diejenigen, die hier heute anwesend sind. Kinderarmut ist ein gesellschaftliches Problem, allgemein anerkannt. Viele reden darüber, es wird auch viel geleistet, aber im Ergebnis nach vielen Jahren wissen wir, dass die Kinderarmut regional sehr, sehr hoch ist, dass wir in unserem reichen Deutschland ein Problem haben. Wir werden dieses Thema in mehreren Veranstaltungen und mit Engagement versuchen, in der Gesellschaft noch mehr zu verankern. Außer den hier Anwesenden will ich zumindest festhalten, dass ihre Bereitschaft zur Mitwirkung auch die beiden Sozialministerinnen der Linken in Thüringen und Brandenburg, Diana Golze und Heike Werner, gegeben haben. Ich freue mich, dass Christoph Butterwege gern bei uns mittut und auch, dass die Schauspielerin Nina Kronjäger sagt, da würde sie gerne sich mit engagieren. Ansonsten sehen Sie hier die Palette, die ich nicht einzeln vorstellen, sondern jeder kann sicherlich einen Satz zu sich selbst und zu den Zielen sagen. Ja, mein Name ist Jacqueline Bernhard, Landtagsabgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern leider mit ein trauriger Spitzenreiter beim Thema Kinder- und Jugendarmut. Deshalb werde ich auf verschiedensten Ebenen dafür kämpfen, dass wir endlich das Problem als solches wahrnehmen und Maßnahmen, die wirksam sind, dagegen ergreifen. Danke. Ja, Solveig Schuster vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Auch ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, der Verband mit an dieser Initiative mitwirkt. Ich freue mich über die Initiative der Linken überhaupt, dass endlich eine gesellschaftliche Debatte angestoßen wird über Armut von Kindern in Deutschland. Wir haben eine sehr hohe Betroffenheit bei Alleinerziehenden, das wissen wir seit Jahren und wir erhoffen uns jetzt auch endlich Lösungen. Ja, mein Name ist Eva von Angern. Ich bin die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag von Sachsen-Anhalt. Und ich finde es toll, dass wir uns dem Thema gemeinschaftlich, also mit einem breiten Bündnis auch widmen, weil das ist die Chance, tatsächlich dieses Thema in die Gesellschaft hineinzutragen, weil das eine sind parlamentarische Initiativen, wo man sehr viel, vor allem sehr viel materielle Gerechtigkeit herbeiführen kann, aber das andere ist das entscheidende Moment, tatsächlich das Thema in die Gesellschaft hineinzutragen, nicht nur an einem Kindertag zu thematisieren, sondern tatsächlich die Gesellschaft aufzurufen, hier aktiv zu werden. Mein Name ist Norbert Müller, ich bin Sprecher für Kinder- und Jugendpolitik der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Die Gegenseite von über 2 Millionen armen Kindern ist unermesslicher Reichtum in Deutschland. Wenn man Kinderarmut beseitigen will in Deutschland, dann wird man an große Vermögen und Einkommen heran müssen. Das heißt, man muss die Umverteilungsfrage stellen. Ja, Heinz Hilgers, ich bin ehrenamtlich Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, der sich seit vielen Jahrzehnten einsetzt gegen Gewalt gegen Kinder und gegen Kinderarmut. Und es ist ganz wichtig, dass die ganze Gesellschaft das Thema endlich zur Kenntnis nimmt. Es ist das größte Zukunftsrisiko für unser Land, dass wir immer mehr arme Kinder haben und dass die Kinderarmut seit Jahrzehnten wächst. Bund, Länder und Gemeinden müssen zusammen in einer gemeinsamen Strategie gegen Kinderarmut vorgehen. Ich bin Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Mit der anhaltenden Kinderarmut sägt Deutschland den Ast ab, auf dem wir alle sitzen. Deshalb ist der Kampf gegen Kinderarmut überfällig. Und er wird nur gelingen in breiten gesellschaftlichen Netzwerken. Und der Paritätische wird sehr gerne seinen Fachvorstand in dieses Netzwerk einbringen.